50 Tage, 50 Videos, immer um 15 Uhr. Das ist mein 50.000 Abonnenten-Special an euch da draußen. Und heute mit der 1290 GT von KTM. Das und mehr nach dem Intro. Ja, ich habe mich handschuhtechnisch auch schon für das heutige Video vorbereitet. Meine KTM-Handschuhe angezogen und drauf gesetzt und wir sind in Lermos in Tirol unterwegs. Ich bin jetzt knapp schon 1000 Kilometer auf ihr gefahren. Ich muss ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich habe die technischen Daten gar nicht im Kopf von dem Motorrad. Ich weiß, dass es die Super Duke am Ende des Tages ist und ich weiß, dass ein Zweizylinder drin ist, aber jetzt das genaue Gewicht ist weit über 200. Also weit über 200, ich glaube 240 oder 220 irgendwo so ein Dreh. Und es hat ordentlich Wumms und ordentlich Drehmoment. Also alles, was geil ist, aber jetzt den genauen Zahlenwert weiß ich nicht. Dafür findet ihr aber gerne die Homepage von KTM in der Videobeschreibung. Heute soll es aber nicht um technischen Klimbim gehen. Nein, heute soll es um die Erfahrungen mit dem Motorrad gehen, weil ich doch jetzt längere Distanzen damit zurückgelegt habe, weil ich in Tirol überall unterwegs war und einiges machen damit durfte. Und ich hätte einfach mal gesagt, wir legen los. Ja, dann fangen wir wie immer beim Motor an, aber ohne technische Daten heute. Und hier muss ich sagen, GT, geiler Motor, das ist im Endeffekt der Motor aus der Super Duke hier reingebastelt und das war's. Und das funktioniert halt gut. Das Konzept der Super Duke ist großartig und das Konzept der Super Duke gefällt mir richtig gut. Der Zweizylinder hat ordentlich Drehmoment, hat ordentlich Leistung, damit ich auch, egal was ich machen möchte, damit fahren kann. Ab 230 um einen Dreh geht das so ein bisschen der Reis. Aber vorn tut es und wer es möchte, kann das natürlich dann auf der deutschen Autobahn ausprobieren. Ich habe es ausprobiert vorgestern auf der deutschen Autobahn und da hatte ich schon da so bei 230, dachte ich mir so, ja, jetzt bremse ich dann mal wieder ein bisschen. Aber es war so, hoppala, wir sind auf 200. Na, schauen wir mal, wie viel noch geht. Cool auch, wir sprechen ja von einem Top-Produkt von KTM, von einem Oberklasse-Modell in der KTM-Familie. Und hier ist natürlich ein Gasgriff eingestellt, den man einstellen kann auf Rain, auf Sport, auf Touring, glaube ich nicht, Rain, Sport, was war noch? Schauen wir kurz rein. Sport, Street und Track. Ich habe jetzt auf Street, aber ich werde jetzt auch auf Dings umstellen. So, jetzt sind wir schon auf Sport und können schon noch mehr anrauchen mit dem Gerät. Super praktische Funktion, hat man richtig den Arsch gerettet im Regen. Wir hatten Hagel, wir hatten Sturm, alles haben wir schon dabei gehabt in unserer Tirolreise. Und der Rain Mode rettet dadurch ein bisschen, weil im Sportmodus, you know what I mean? Es ist ein bisschen anstrengend im Regen mit so viel Leistung an der Hand umzugehen. Da braucht man noch mehr Feingefühl und gerade wenn man ein bisschen müde ist, wenn man schon längere Touren gefahren ist, macht das dann weniger Spaß. So wie es aber hier ist, funktioniert es super. Aber das Konzept, einen massiven, aggressiven Motor in ein Tourenmotorrad reinzubauen, hat funktioniert bei der GT. Das stimmt, die Abstimmung funktioniert und vor allem diese Einstellbarkeiten machen es wunderbar. Und das nächste, über das wir sprechen, und das ist ein Zuckerstückchen, und das ist das Fahrwerk. Ein elektronisch einstellbares Fahrwerk. Halleluja, ist das geil und funktioniert das gut. Es ist von White Power WP und hier ist es so, hier kann man es einstellen im Fahrzeug, beim Motorrad, auf verschiedene Modis. Auch wieder Sport, Street und Comfort. Mir natürlich im Sportmodus bei den ganzen Spitzkernen und bei den ganzen Kurven brauchen wir ordentlich Wumms. Was ich hier aber schon als Kritik anbringen möchte, ist, ich kann die Fahrwerkseinstellungen nicht noch mehr anpassen. Also ich habe nur diese drei verschiedenen Varianten und kann da aber nicht nochmal fein abstimmen, noch einen Klick nach oben oder einen Klick nach unten, wie bei einem normalen Fahrwerk. Das funktioniert leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Feinjustierung gewünscht. Ja, was soll's? Hat sie jetzt nicht. Ich bin eigentlich permanent im Sportmodus nur für Testzwecke jeweils in andere Modis gefahren. Nein, stopp! Ich bin einmal im Komfortmodus gefahren auf der Autobahn hier runter. Das habe ich natürlich im Komfortmodus gemacht, weil es bequemer und weil es smoother war. Aber hier in Tirol, das sage ich jetzt nicht, vergiss alle anderen Modis außer den Sportmodus und rausch damit ordentlich an. Und das funktioniert grandios. Ja, und dann geht es direkt weiter zur Sitzposition. Wie sitzen wir auf unserer GT denn drauf? Überraschend sportlich eigentlich.
aber überraschend bequem. Also gerade die Geometrie vom Sitz und von der Fußrastenanlage ist super entspannt. Dafür ist das auf dem Motorrad drauf sitzen, wenn ich mich hier hinten ins Rein zwicke, super sportlich und super Agilität am Lenker gewährleistet. Also ich kann den Lenker auch in echten Speed, also mit echtem Speed sauber und smooth bewegen. Spielt natürlich auch mit Fahrwerk und allem zusammen, aber auch mit der Sitzposition, und das funktioniert. Sie schaffen es schlichtweg auch, bei der Sitzposition ready to race zu sein und einen guten Kompromiss zu finden zwischen Tourentauglichkeit und Sportlichkeit. Ja, und dann kommen wir zu den Details am Rande, direkt kurz vorm Reschenpass. Und hier gilt, eigentlich könnte ich das Video jetzt noch eine Stunde rauszögern und eine Stunde über Details am Rande sprechen, aber ich pick mir die raus, die mir am positivsten und am besten gefallen und die einfach das Motorrad zu dem machen, was es für mich ist, nämlich eine grandiose Erfahrung und ein grandioses Gefühl. Aber dazu später mehr in meinem Fazit. Erstes Feature, und das ist einfach ein Feature, was gerade zu einem Tourenmotorrad dazugehört: Griffheizung. Ein Punkt will ich haben bei einem Tourenbike. Dieses Motorrad hat es, und sich hat es auch super einfach einstellbar. Ich würde mir aber noch einen Knopf wünschen, wo ich schneller man einstellen kann. Denn wenn man Griffheizung einschalten möchte, muss man hier immer ins Menü gehen, muss man auf Motorrad gehen, muss man hier oben auf Griffheizung gehen und das dann machen. Und übrigens, ich mache das alles blind. Ich schaue weiterhin auf die Straße, wollte ich nur jetzt kurz erwähnen. Nicht, dass die Leute sagen, ich tue während dem Fahren Display spielen. Ich habe leider keinen Eye-Tracker, dass ich euch das beweisen kann. Das ist ein bisschen schade, eben wenn man Griffheizung schnell mal regulieren will. Das geht nicht, da fehlt mir der Knopf. Ist aber halb so wild. Wie gesagt, ich habe sie aktuell zum Beispiel auf 3, weil es einfach nur 16 Grad hat. Und da ist das schon ein echter Segen. Was mir auch sehr positiv auffällt, ist das Windschild, das hier verbaut ist. Ich habe natürlich nicht die größte Tourenerfahrung mit Tourenmotorrädern. Aber ich habe da doch schon die aktuelle Palette der, ja, Reise-Enduros, Reise-Adventure-Bikes, Adventure-Bikes durch. Und ich kenne schon ein paar Windschilde. Und viele Windschilde sind mir auf den Sack gegangen, weil die ungute Verwindungen auf meinem Helm oder auf meinem Oberkörper oder auf meinen Schultern gehabt haben. Das Windschild hier ist auf ein Minimum reduziert. Das schützt gerade mal so meinen Oberkörper, was für die Autobahn super ist. Aber mein Kopf ist komplett frei und nicht im Windschatten des Windschilds. Das heißt, ich habe auch keine grausigen Verwehungen. Das ist also auch ein Detail, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was einfach Spaß gemacht hat. Was auch ein Detail ist, was ich cool finde, ist Hill Hold. Das verbaut jetzt KTM auch. Das hilft einfach beim Berganfahren und das ist einfach praktisch. Gerade mit so einer schweren Maschine, die über 200 Kilo wiegt, da macht es nicht so viel Spaß, am Berg anzufahren. Und hier ist es aber einfach, ja, mach mal. Kein Problem, funktioniert super. Ist ein Luxusfeature, braucht man eigentlich nicht. Aber wenn man es hat, macht es schon durchaus Spaß. Und was auch ein Detail ist, was nicht jeden auffällt, ist die Magura Kupplung und die Brembo Bremsanlage. Hier muss ich sagen, gerade die Kupplung, fantastisch, großartig, wie die funktioniert. Magura-Technik ist einfach eine super Sache und gehört natürlich in so ein Oberklasse-Bike auch rein. Aber auch die Brembo-Bremsanlage funktioniert grandios. Was ich auch dazu erwähnen möchte bei der Kupplung ist, hier ist natürlich auch ein Quickshifter nach oben und unten verbaut. Und diesen Quickshifter kann man super benutzen und funktioniert wirklich smooth. Aber gerade im Regenfall hüpft es dann schon etwas unangenehm und da freut man sich dann sehr stark und sehr schnell auch auf mit der Hand kuppeln. Und wir sind gestern 2 Stunden im Regen gewesen und permanenten Kuppeln mit einer Scheißkupplung, die schwergängig ist, macht keinen Spaß. Ja, dann kommen wir zu meinem Fazit und hier muss ich sagen, eigentlich war für diese Tour eine Super Duke geplant gewesen. Die habe ich aber leider nicht bekommen und ich habe dann die GT ausfassen müssen. Zuerst war ich echt traurig und ich dachte mir so, eine GT, will ich die jetzt wirklich mitnehmen? Oh, das macht ja keinen Spaß mit so einem Tourending. Das ist nicht. Aber KTM hat es einfach geschafft, durch diese Ready-to-Race-Gene, dass sie den Tourer für mich auch attraktiv gestalten und ich auch einen Spaß dabei habe, den zu fahren. Man sieht es eh in meinen Vlogs, ich fahre sie eh öfters mal und da könnt ihr euch eh einen guten Eindruck davon machen, von diesem Bike. Größter Kritikpunkt am Ende des Tages bleibt aber für mich leider die Optik. Ich muss ehrlich gestehen, über Optik lässt sich streiten und deswegen will ich es eigentlich auch nicht als großen Kritikpunkt anführen, aber meinen persönlichen Geschmack, meine persönlichen Präferenzen entspricht dieses Motorrad schlichtweg nicht. Die Daten und die Fakten, was das Motorrad aber auf die Straße bringt, da bin ich dann eher zu Hause und da bin ich, dass ich sage, jawohl,
geil, das ist cool, das macht Freude. Aber ja Leute, was meint ihr zur GT? Wäre das Motorrad etwas für euch? Schreibt mir eure Erfahrungen zu diesem Motorrad und eure Meinung zu diesem Motorrad gerne in die Kommentare. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!